Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von CevDesk. Wenn du mehr über CevDesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute auf dem Weg nach Dubai, denn dort werde ich jetzt meinen Workshop geben. Eine Woche lang werde ich mit 5 Leuten durch Dubai reisen, richtig geile Bilder machen. Ich habe richtig Bock drauf und aktuell sind wir hier am Flughafen in Berlin-Schönefeld. Und ich würde sagen, jetzt geht's los nach Dubai. Viel Spaß! In Moskau angekommen, direkt weiter zum nächsten Flug nach Dubai. Nach circa 8 Stunden Flug inklusive Aufenthalt in Moskau sind wir in Dubai angekommen und was soll ich sagen, wir hatten Wolken am Himmel und das ist für Dubai wirklich sehr, sehr selten und deswegen war ich besonders gespannt darauf, wie die Woche verlaufen wird. Wenn es so bleibt, dann ist es genau das, was wir brauchten. Aber jetzt erstmal ab ins Hotel und die Sachen ablegen. Unser erster Spot war die berühmte Dubai Marina. Hier kann man direkt am Wasser entlang laufen und wirklich alle 10 Meter eine neue Perspektive finden mit der tollen Skyline im Hintergrund. Aber ein Problem hatten wir. Die erste Location hat mal direkt nicht funktioniert, weil Dubai ist unberechenbar, denn hier sind überall Baustellen. Und wenn vor einem halben Jahr irgendwo keine Baustelle war, bedeutet das auf keinen Fall, dass es jetzt auch keine Baustellen mehr da gibt. Von daher hatten wir ein bisschen Pech, aber wir sind hier in Dubai Marina. In Dubai Marina kann man hier überall rumgehen und findet eigentlich alle 50 Meter einen guten Fotospot. Wir haben uns jetzt auf die Brücke hier gestellt, haben sehr, sehr einen coolen Himmel, der schön dramatisch ist in die andere Richtung. Naja, obwohl ein bisschen werden die Wolken da sogar noch angeleuchtet, aber hier in die Richtung haben wir das bessere Motiv. Von daher schauen wir jetzt mal, was wir hier machen können. Ein paar Filter draufgeschraubt, Polfilter ist drauf. Ein 3-Stop-ND-Filter ist drauf und ein 3-Stop-ND-Verlaufsfilter ist drauf, damit wir das ganze Wasser hier noch ein bisschen glatt ziehen können. Jetzt fährt hier gerade zum Boot durch. Und später, wenn es dann richtig dunkel ist, dann werden die Boote noch richtig schöne Lichtzieher machen. Und das bedeutet, dass ich dann auch nochmal so eine schöne führende Linie ins Bild bekomme, wo dann so eine Lichtlinie quasi ins Bild reinläuft und den Zuschauer bzw. den Betrachter von dem Bild da nochmal richtig in den Bildmittelpunkt lenkt. Hier kann man jetzt schon mal so gut sehen. Hier haben wir jetzt zumindest mal die Bewegung im Wasser von dem Boot drin und das zieht sich wirklich von vorne bis hinten durch. Das sieht auch schon ganz cool aus, also selbst wenn wir jetzt keinen Lichtzieher hier haben, so haben wir doch zumindest einen Wellenzieher hier drin. Ich noch mal was anderes. Jetzt habe ich den ersten Shot im Kasten und der zweite Shot, da will ich mal so ein bisschen Tiefe noch ins Bild bringen. Und wir haben hier ja unter der Reling so richtig schöne Gitterstäbe. Ich probiere da mal durch zu fotografieren, so dass wir die Gitterstäbe aber mit im Bild drin haben. Und dadurch hoffe ich mal, dass ich so ein bisschen
Dreidimensionalität noch ins Bild bekomme. Müssen wir mal schauen, ob das hier auch funktioniert. Oh, doch, das sieht ganz gut aus. Vielleicht noch eins weiter runter. Filter nicht kaputt machen. Und um dem Ganzen jetzt noch mehr Tiefe zu geben, werde ich natürlich jetzt auch die Blende aufmachen. Das heißt, hier bei dem Objektiv Blende 4 ist weit geöffnet zur Blende, die geht. Damit wir den Vordergrund natürlich auch schön unscharf haben. Jetzt bin ich mir statt bei 15 Sekunden nur noch bei 3 Sekunden. Ja, sieht auch cool aus. Also oben würde ich es ein bisschen wegschneiden dann. Aber hat auf jeden Fall was. Aber neben den eigenen Fotos stand natürlich besonders für mich im Vordergrund, die Teilnehmer gut zu unterrichten. Wir haben viel über Bildkomposition und Bildaufbau gesprochen, um so die Fotos auch für die gesamte Woche zu optimieren. Wenn du es jetzt mal hochkant machst, kannst du wahrscheinlich die Gebäude gerader bekommen und hast auch den interessanten Teil nur drauf. Position her machst du es wesentlich einfacher, du hast wesentlich weniger Sachen drauf. Ja. Und versuch trotzdem hier den, also du musst wahrscheinlich ein bisschen weiter hier mit rüberkommen, dass du den Gehweg noch ein bisschen mit drauf hast, dass du hier quasi diese Kurve noch mit reinbekommst, dass hier diese, da hatte ich jetzt auch Glück, da ist ein Boot lang gefahren. Da hast du hier so eine richtig schöne führende Linie nochmal, so eine Welle. So, wir haben jetzt nochmal einen Location-Wechsel gemacht. Von der Brücke oben sind wir einmal runtergegangen, denn die Brücke kann man auch selber als schönes Vordergrundelement noch nutzen. Wenn wir oben die Brücke schön anschneiden, mit im Vordergrund haben und dazu noch die Reling hier unten als führende Linie ins Bild rein und zusätzlich fährt dann noch ein Boot durchs Bild und macht einen schönen Lichtzieher. Das ist perfekt und genauso wollte ich es haben. So Leute, jetzt gerade ein mega geiles Motiv gefunden. Ich habe vorhin schon mit der Workshop-Gruppe darüber gesprochen, man muss mit offenen Augen hier lang gehen und Motive finden. Und ich habe jetzt hier gerade eine richtig schöne Skyline im Hintergrund mit dem Kayan Tower, dem Princess Tower und so weiter. Und hier sind auch ein paar neue Gebäude, die richtig cool auch beleuchtet sind. Und jetzt habe ich im Vordergrund hier eins von diesen alten Holzschiffen gefunden, was aber auch richtig schön beleuchtet ist. Und ich glaube, diese Mischung, die wird es jetzt gleich richtig machen, weil sowas Altes beleuchtet ist und was ganz Modernes beleuchtet ist im Hintergrund. Das könnte richtig gut zusammenpassen. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Kamera also aufs Stativ gepackt. Ich habe jetzt hier das 19mm Tilt-Shift-Objektiv von Nikon drauf. Damit kann ich jetzt hier also auch noch so ein bisschen den Ausschnitt verstellen. Und, was jetzt ganz wichtig ist, ich habe eine absolut knackige Schärfe drin, weil dieses Objektiv macht wirklich 1A-Bilder mit 1A-Schärfe. Jetzt schaue ich hier mal, dass der Fokus richtig sitzt. Zack, Blende 8. ISO 100 und jetzt bin ich so bei, naja, ich packe mal 15 Sekunden drauf. Ich werde wahrscheinlich rechts und links noch ein bisschen was abschneiden müssen, weil es ist eine 19mm Festbrennweite, aber grundsätzlich werde ich das ganze Bild noch ein bisschen kochen wahrscheinlich. So, jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Erstmal ein Testshot. Jetzt haben wir natürlich das Problem, das Boot bewegt sich ja auch ein bisschen. Und wir belichten jetzt gerade 15 Sekunden. Ich bin mal gespannt, ob das Boot dann noch einigermaßen scharf ist. Ansonsten machen wir ein zweites Foto, ISO-Wert nach oben drehen und dafür die Verschlusszeit verkürzen. Ja, das ist genau das, was ich befürchtet habe. Also, zweites Bild. Jetzt drehe ich den ISO nach oben. Jetzt zähle ich immer genau 3 Schritte ab, weil 3 Schritte sind immer genau eine Blendstufe. Das erste Mal habe ich jetzt gemacht. 1, 3, 2 Blendstufen. 3 Blendstufen. 4 Blendstufen. 5 Blendstufen. Und diese 5 Blendstufen kann ich jetzt in der Verschlusszeit wieder runternehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich bin bei einer halben Sekunde. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit einer halben Sekunde. Voll geil. Zack. Und schon haben wir auch ein scharfes Schiff hier drauf. Und wenn wir die beiden Fotos jetzt miteinander kombinieren, einfach übereinander legen und dann das Boot, das scharfe Boot reinstempeln, haben wir ein knackscharfes Bild vorne und hinten. Und so endet ein erster sehr erfolgreicher Tag für uns in Dubai. Das Foto am Ende jetzt mit dem Schiff und der Skyline im Hintergrund ist für mich mein absoluter Favorit, denn es zeigt die Gegensätze, die Dubai bietet, nämlich das Alte und das Neue. Und das kann man sehr schön miteinander kombinieren. Ich hoffe, dass es in der gesamten Woche so weitergeht und wir viele tolle Fotos sammeln können. Nochmal vielen Dank an Safdesk für die Unterstützung dieses Videos. Safdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben nochmal verlinke.